got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. I'd sacrifice anything that might for the sake of having you near. In spite of a warning voice comes in the night and repeats, repeats in my ear. Don't you know, little fool, you never can win. Use your mentality, wake up to reality. But each time that I do, just the thought of you makes me stop before I begin. So hat es sich abgespielt. So ist Batman gestorben. Warte mal, wo waren das jetzt? Also weiter nach oben kannst du nicht. Halt. Wo ist denn das Ding? Achso, du sollst ihn nicht rufen, sondern du sollst ihn fernsteuern. Der Fernsteuerung. Ich kann ja nicht mal irgendwas anklicken von dem Ding. Das ist ja auch nicht, da ist das. Jetzt musst du das Auto anklicken unten. Wenn das macht. So, jetzt. Ich brauche eine bessere Sicht, um den Hinterhalt der Miliz zu vereiteln. Haben wir ihn? Ich weiß nicht, glaube schon. Fitz raus, find die Leiche. Nein, du gehst. Du willst sie doch getroffen haben. So, jetzt musst du mit dem... Wo war das jetzt nochmal? Wo muss ich nur hin? Er ist wahrscheinlich eh tot. Natürlich ist er das. Wir sind Profis. Er hatte nie eine Chance. Genau. Da, wo das... Da. Dreh dich. Da siehst du das Bettding. Siehst du das Bettzeichen da? Ja. Da, und da ist ein Pfeil dran. Da musst du hin. Was ist dann jetzt? Du bist dran vorbeigefahren. Ja, aber ich musste nuff. Da ist es. Kennt jemand einen guten Witz? Wie ist der Eingang von dem Parkhaus, du? Da. So. So, da. Und ich glaube, so schräg da unten ist, glaube ich, der Eingang, ne? Weil lass mal rein. Ja, da. Ich sehe nichts Verdächtiges. Die sind irgendwo da hinten, ne? Oder wo ist das Ding jetzt vorher hin? Halt die Augen offen. Da sind sie doch, da. Maschinengewehr? So. So. Jetzt, genau. Wow, ich persönlich hätte scharfe Munition. Klappe. Alfred, was wissen wir über Simon Stagg? Mal sehen.
CEO von Stack Enterprises, eine auf fortschrittliche medizinische Forschung und Entwicklung spezialisiertes Unternehmen. Ich bin unterwegs zu Stacks Luftschiff. Scarecrow war auf dem Weg dorthin und das ist unsere einzige Spur zu Barbara. Die Bedrohungsanalyse zeigt, dass Founders Island mit Langstreckenradar und Raketenwerfern der Miliz beschützt wird. Sobald sie die Brücke überqueren, wird das Batmobil aufgespürt und angegriffen. Keine Sorge, Alfred. Ich gehe zu Fuß und bleib auf den Dächern. Such nach den Bauplänen dieser Luftschiffe. Sehr wohl. Viel Erfolg, Sir. Also nicht mit dem Batmobil weiter. Weil die haben den unter... Wie nennt man das? Unter dem Radar. Ja. So wollte ich das nicht sagen. Ich wollte ein anderes Wort sagen. Und Lieutenant, ich werde Ihnen eine weitere Einheit für den Wachdienst zuweisen. Wen bewachen wir? Scarecrow. Der Boss will an Bord kommen. Du musst, glaube ich, zu den Luftschiffen, ne? Ja, ich weiß. Sie sind da hinten irgendwo. Da waren sie. Ja. Du Idiot, das sind zwei verschiedene Personen. Robin und Nightwing? Im Ernst? Warte. Ich dachte, der Joker hätte Robin getötet. Ja, das hat er behauptet. Aber Robin ist immer noch da. Und es ist nicht so, als hätte Batman Ersatz Robins. Mit A kannst du schneller laufen. Aber nicht, wenn er da im Kriegsmodus ist. Macht das dann nicht? Nee. Sau cool, ne? Wo der überall hin kann. Switch ein Stückchen. Ja, mach du. Ich darf nix. Könnt ja gerne weitermachen. Nö. Hochentwickelte Technologie. Aber einen zweiten Batman gibt's nicht. Den gibt's nur einmal. Dad und ich kamen nach Gotham, da war ich vielleicht 15. Ich wollte Batman sehen. Lustig, wie sich die Dinge ergeben. Hätte ich auch gerade gedacht, was ist das? Ach, guck mal, ein Bär. No. Die Einsatzleitung sagt, er hätte Verstärkung hier geholt. Was für eine Verstärkung? Schon mal von Nightwing gehört? Soll sich in Bloodhaven einen ganz schönen Ruf gemacht haben. Die scheiß Flugzeuge da. Ja, da musst du auch hin. Da hoch, so wie das aussieht. Du kannst im Flug den Haken schwingen. Schießen. Also es geht, wenn du fliegst, also gleitest, kannst du im Flug kannst du den Haken schießen. Und dann zieht er dich hoch. Ja, jetzt müssen wir nur aufpassen wegen den Flugzeugen.
Kannst du darüber schießen? Nein. Scheiße. Rübergleiten? Ja, rübergleiten. Oh nein. Oh, scheiße. Ach dann der. Mann. Wieso klettert der denn? Ja, das hat hochgeklettert, der Idiot. Pass auf die roten Lichtstrahlen auf. Na, ich wusste es. Rauchbombe werfen. Ja, nein. Mach da nicht. Jetzt nimm ihn. Weil du auf diesem dünnen Ding da bist. Das kann er nur, wenn er fest steht. Ja, wie soll man da Luft kommen? Da probiert Domo. Ah ja, wenn es schwierig wird, ne, dann soll ich, ne? Klar. Du bist schon der Kämpfertyp. Ich soll eigentlich nur Auto fahren. Alter. Ja, genau. Hallo, rauf. Rauf da. Hä? Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Alter. Wieso crouch der denn nicht? Ich kann doch sonst immer. Na, ja, dann macht man das Sache nicht, wenn er da rumhantiert. Wie dumm. Weil ich will mich doch, ich will doch schleichen. Manchmal total blöd. Aber irgendwie du nuff. Ich hab's dir schon dreimal gesagt, der Joker ist tot. Warum hältst du nicht einfach die Klappe? Wir sind auf Patrouille. Okay, hallo? Ich hasse eben Clowns. Ich hab ihn mal im Kopf. Das Batmobil kann in diesem Gebiet nicht selbstständig fahren. Hä? Das hab ich auch gar nicht gedrückt. Könnt das Ding nicht irgendwie runterholen? Ja, das wäre cool, aber. Bestimmt aber irgendwie. Aber pass auf, ich war ja A, dann hat er mich gehabt. Glaubst du, ich bin so schnell besiegt, dass eine verrostete Fabrik meine einzige Waffe war? Ach, scheiße. Lauf! Lauf! Das Schiff. Über da. Über mir. Ah, sehr gut. Kann ich direkt ans Schiff? Nein. Geht nicht. Da kommt schon wieder so ein. Muss schon auf, ja.
Und da sind da so Stromkabel oder irgendwas, was da hochhänge. Macht er nicht. Weil da unten gehen die dran. Ja, macht er nicht. Kann ich die nicht ausschalten da? Und ist das Scheiß. Ich kann die nicht ausschalten, die Dinger. Muss von hinten. Schade! Von der Mitte aus nennen. Da unten ist noch so Flatterhannes. Hallo, klettern. Ach, scheiße, er hat mich. Wieso sieht er mich trotz Rauchbombe? Gibt's das? Die scheiß Drohne ohne. Wusstest du es etwa nicht? Angst kann man nicht bekämpfen. Ich hab keine Angst. Ja, das haben wir alles erledigt. Das haben wir alles. Ich muss mich mal richtig hinsetzen hier. Ich sitze wie so ein Schluck Wasser in der Kurve hier. Hat Stacks Luftschiff gekapert und einen Wachturm mit Geschützen errichtet. Ja. Sieht aus, als würden sie von dem zentralen Kommandopunkt gesteuert. Da müssen wir hin. Also ich war schon richtig. Der Soldat ist mit einem Gerät ausgerüstet, das meine Detektivmodus-Systeme orten kann. Wenn ich sie zu lange einsetze, kann er meine Position bestimmen und seine Leute... Stell dir Stacks Gesicht vor, als wir ihn abgeholt haben. Aber hallo, glaubt ihr wohl, er wäre sicher auf dem Luftschiff? Wer fliegt denn auch bitte in dem Luftschiff rum? Da kann man ja gar nicht vorbeischießen. Was macht er überhaupt in Gotham? Er wusste doch, was passieren würde. Jeder in der Stadt wusste es. Hat sich vielleicht von seinem Hierbleiben Profit versprochen. Der ist auch nur ein stinkreicher Parasit. Und das Endtyp jetzt nicht zwei. Oder mit dem Bumerang-Ding kurz Lamley und dann K.O. schlauen. Jetzt war er nun an der anderen, steht noch der Ober. Und am Balge. Er jagt euch. Ihr habt schon einen Mann weniger. Formiert euch neu und zeigt Batman, welche die Jäger sind. Schieß doch. Schießen. Kämpf doch. Hallo? Nur noch einer übrig, Batman. Hör mit dem Spielchen auf und hol ihn dir. Ich hab noch viel mehr. Hallo? Geh doch in das Gitter rein. Du musst aus dem Detektivmodus raus, sonst sehen sie dich schneller. Was hab ich denn gedrückt, um das... Ich hab das ja schon mal gemacht, ne? Aber ich sehe den.
So, wie mache ich das denn weg? Ah, so. Die Kackdrohne muss ich eigentlich irgendwie gucken. Wo ist die überhaupt? Da unten ist einer. Ja, aber da unten schwimmt, fliegt ja auch dieses komische Ding da rum. Muss schnell sein. Ja, jetzt, wenn er da unten rumtappt auf der Treppe. Komm einfach raus, Batman, bring bis zu Ende! Ach, da springt der da schon wieder da nicht. Ohne ist er an der Treppe. Okay, ich habe die Milizen ausgeschaltet. Jetzt muss ich den Turm deaktivieren. Explosivgel war das, ne? Und womit sprühe ich nochmal damit? Nö. Okay. Ich habe aber jetzt gar nicht gedrückt. Geht auch normal, scheinbar. Okay. Psst. Bin bei den Luftschiffen. Was hast du gefunden? Nun, auf den Blaupausen ist eine Luke zu sehen, die von der Oberseite des Schiffs aus erreichbar sein sollte. Mr. Stack liegt wohl viel am Schutz seiner Forschung. Die Sicherheitsvorkehrungen dürften hoch sein. Danke, Alfred. Lucius, wie kommen Sie mit dem Distanz-Hacking-Gerät voran? Ich werde es bald brauchen. Vielleicht sollten Sie Hellseherei in die Jobbeschreibung aufnehmen, Mr. Wayne. Ich lade die neueste Entschlüsselungssoftware in das Terminal im Lager im Wayne International Plaza. Dort können Sie sie abholen. Wo ist nochmal das Plaza? Das ist gar nicht weit weg von hier, oder? Keine Ahnung. Da ist es. Mama, aber das ist das Symbol nur kurz weg. Was ist ein Symbol? So, jetzt habe ich nämlich auch über das Ding durchstehen. Ja, aber ich kenne das Gebäude. Das ist das da drüben. War das hier? Hier rein? Nee, ich glaube hier bei dem... Da. Oder noch ein Stück höher. Ganz nach oben. Im Ernst. Okay. Oben auf dem Luftschiff ist eine Wartungsluke. Ich kann mit dem Distanz-Hacking-Gerät hineingelangen. Ich mach mir jetzt erstmal hier. Du kannst nur von dann runterkleiden, wahrscheinlich. Ich weiß, warum es dir hier oben gefällt. So, oben auf den Turm noch. Hinter da. Nachzugrübeln zum Beispiel. Ist Oracle tot? Ist das alles meine Schuld? Wer stirbt als nächstes?
Jetzt runter da, dann finden wir es raus. Schön genug. Na, schauen wir nicht. Okay. Gucken wir von da aus irgendwie drüber. Ach ja, da kannst du drauf fliehen. Und wie benutze ich jetzt dieses doofe Gerät? Wahrscheinlich auswählen bei der Waffe. Ah. T und B. Nee, das war falsch. Die Luke ist von innen verriegelt. Wenn ich die Kontrolltafel finde, kann ich die Sicherheitsprotokolle mit dem Distanzhacking-Gerät überbrücken. Ich sehe nichts außer das da. Da ohne ist das da. Kontroll da ohne. Ja, da ist es. Distanz-Hacking-Gerät halten. Auswähle ich mal. Ey, jetzt muss ich erstmal gucken, wo ist LT? LT ist das und RT ohne die zwei großen. Okay. Okay. Hä? Oh Gott, was? Was soll ich denn da machen? Code auswählen irgendwie. Schlüssel justieren steht da. Na, mach doch. Nee. Aber wohin? Oh meine... Ah, jetzt. Die andere Seite aller Hebel ist die andere Seite Dreher. Richtig. Der ist aber, glaube ich. Chemie. Biochemie. Aha, brauch schon. Ja, und wie mache ich das? Dass das dann da stehen bleibt? Ich kann das halt vielleicht noch ein bisschen justieren, wenn es sich auswählt.
Ja, ich weiß, dass das Bio ist. Weil der zeigt mir nur, dass ich dann hier. Du merkst das, wenn das dann. Das vibriert dann und dann hast du es. Aber der macht das Haar nicht rein. Jetzt halt, halt es, halt es. Jetzt. Jetzt war das. Ach, was ein Gefriemel. Ja, jetzt rein. Heißt, er speichert Kringel. Sehr gut. Jetzt sind wir schon mal im Luftschiff. Jetzt dann machen wir hier ab hier mal eine kurze Pause. Ja, genau. Es hat gerade gespeichert. Gute Idee, ja. Das können wir machen. Gut, dann bis zur nächsten Folge. Bis zur nächsten Aufnahmesession, sagen wir es mal so. Ja, bei euch heißt es dann bis zur nächsten Folge. Na dann. Tschüss. Tschüss.